Das Thema kam irgendwann vor einigen Monaten, fragte Bodhimitra mich, und ob ich nicht irgendeinen Vortrag halten wollte. Und dann dachte ich, naja, klar. Ja, sagt er, das Thema kannst du dir aussuchen. Und ich hatte gerade eine Geschichte gefunden in einem Buch, die hieß so. Die hieß Der heilige Dämon. Und dann dachte ich, naja, die Geschichte, die ist gut, und vielleicht kann ich da was draus machen. Vielleicht kann ich die in einen Vortrag einbauen. Das ist eine der wenigen Geschichten, die ich wirklich faszinierend finde. Ich weiß nicht, ob wir noch heute Abend dazu kommen. Das hängt davon ab, ob Sie früh oder später nach Hause gehen wollen. Das ist ein bisschen. Ich fange nicht mit der Geschichte an, sondern ich will die erst später erzählen. Falls. Ich möchte zunächst einmal ein paar Vorbemerkungen machen. Und zwar habe ich den Untertitel Wege der Individuation und Integration genannt. Das sind zwei Worte, die man nicht gleich versteht. Das ist auch eine sehr komplexe Angelegenheit, Individuation und Integration. Und ich will auch jetzt im Augenblick nicht viel dazu sagen. Ich kann sagen, man kann auch dafür Bewusstheit sagen, entwickeln von Bewusstheit oder Weisheit. Das kennen alle. Aber was das ist, ist vielleicht noch schwieriger als Individuation und Integration. Und das kann also Probleme machen, das jetzt gleich am Anfang zu erklären. Also Probleme wollen wir nicht, das lassen wir erstmal an der Seite. Stattdessen stelle ich eine andere Frage. Die Frage nämlich nach dem Lebenssinn. Frage einfach, was ist der Sinn des Lebens? Eigentlich müsste das jeden interessieren, weil das sind so Fragen, die eigentlich ganz wichtig werden. Insbesondere, wenn man so die 20 oder 25 überschreitet, dann kommen schon diese Fragen vielleicht drängender, vielleicht auch nicht. Ist keine einfache Frage, und möglicherweise haben sich einige Leute diese Frage nie vorgelegt, und vielleicht, wenn sie sich diese Frage vorlegen würden, dann kämen sie auch in ein Dilemma und würden verstehen, was ist denn mit Lebenssinn eigentlich? Da kommt man dann auf Probleme. Also, was ich jetzt anbiete, ist zunächst einmal zu sagen, was man so in der Welt finden kann, was Menschen so als ihren Lebenssinn erklärt haben in der Vergangenheit und auch heute noch. Da gibt es zunächst einmal die Juden, die Christen und die Moslems. Und die finden ihren Lebenssinn darin, dass sie an einen Schöpfer glauben, einen Schöpfergott, und an ein Leben nach dem Tode. Und der Sinn des menschlichen Lebens ist das Lob Gottes des Schöpfers. Ganz einfache Sache. Und es gibt eine ganze Reihe Menschen, die haben da ihren Sinn gefunden. Dann gibt es eine andere Gruppe, die haben nichts damit zu tun, das sind die Atheisten. Und diese Atheisten, die glauben also nicht an Gott. Die haben also irgendwas anderes. Die sagen also, das gibt es nicht, es gibt keinen Schöpfer. Das ist etwas, was ich also nicht anerkenne. Die sind also auf der anderen Seite gewissermaßen, das ist dieser polare Gegensatz. Dann gibt es noch die Nihilisten, weiterer Begriff. Eine ganze Reihe, insbesondere in der Wissenschaft häufig. Und Nietzsche hat davon gesagt, dass Nihilisten diejenigen wären, die die höchsten Werte entwerten würden. Es wären Menschen, die keine Werte mehr im Leben hätten. Das waren die Nihilisten. Und alle kennen das alte Griechenland und kennen wahrscheinlich auch Sokrates und kennen wahrscheinlich auch den Begriff Eros. Das ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Und es gibt jetzt eine Beschreibung, es gibt in dem Gastmahl, das war von Plato immer veranstaltet worden mit Freunden. Es wird also da berichtet, dass Sokrates über Eros etwas erzählt. Eigentlich genauer seine Führerin, Diotima. Und die gibt ihm sozusagen ein, was Eros sei. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist so das Verständnis von Eros sehr einseitig geworden. Also wir hören mal, was das im alten Griechenland war, vor ungefähr knapp 2.500 Jahren. Sokrates oder besser seine Führerin sagt über ihn, Eros mangelt es an Schönheit. Also Eros stellt einen Zustand des Mangels und der Unvollständigkeit dar. Und Eros begehrt Schönheit. Und Eros fordert auf zu Scham vor dem Schändlichen und zum Streben nach dem Schönen. Kann man nachlesen im Symposium von Platon. Das sind einige Aspekte. Zum anderen steckt noch mehr dahinter. Eros ist die Verkörperung der Liebe zum Geld, Liebe zum Können und der Leistungsfähigkeit.
Eros ist die Liebe zur Weisheit und zur Dichtung. Das alles ist Eros. Das sind typische Merkmale des Eros. Und ein bisschen kann man sehen, wie viel wir heute sozusagen an diesen Teilen verloren haben. Wir haben also gewissermaßen einen einzigen Aspekt daraus isoliert, und das ist für uns Eros. Weil wenn man sich diesen ganzen Reichtum betrachtet, und das ist das, was gewissermaßen vor 2500 Jahren da im Streben war, also im Wesentlichen Streben nach dem Guten, Verlangen nach etwas Schönem, Verlangen nach nicht Schändlichem. Das ist also das, was im alten Griechenland Tradition war, zumindest in dieser Philosophenschule. Das ist also der mehr oder weniger westlichen Tradition. Dann gibt es noch die buddhistische Religion. Ich nenne mit Absicht den Buddhismus jetzt Religion. Und was ist denn da gewissermaßen der Sinn im Buddhismus? Die meisten kennen das und sagen, ja, der Sinn ist Erleuchtung. Erleuchtung? Ja, das ist zwar richtig. Es gibt noch eine andere Erklärung. Ich möchte von Sangharakshita, dem Gründer des westlichen buddhistischen Ordens, einmal ein kurzes Zitat lesen über das, was er zu dem Sinn des menschlichen Lebens oder zu Religion allgemein sagt. Und er fasst nicht Religion eng auf im Sinne von buddhistischer Religion. Er nimmt Religion als Religion an sich, für gewissermaßen für alle Religionen, die es gibt. Er sagt über Religion, dass Religion dem Wesen nach die Erfahrung von Ichlosigkeit ist. Und das wirklich religiöse Leben ist das Leben der Ichlosigkeit. Und ernsthafter religiöser Glaube und Praxis sind jene, durch die die Verwirklichung der Ichlosigkeit erreicht wird. Also der Sinn hier ist Ichlosigkeit. Kommen wir nachher nochmal darauf zurück. So, wir haben jetzt also eine ganze Menge an Informationen schon über den Lebenssinn. Wir haben also zunächst mal noch nichts gehört über Integration und über den Dämon, der ist noch nicht aufgetaucht. Der kommt vielleicht noch. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Den Lebenssinn finden viele Menschen in einem großen Spektrum. Die einen sagen, es ist alles sinnlos. Die anderen sagen, es gibt etwas, wo man nach etwas Schönem strebt, nach etwas Wahrem strebt. Die Dritten sagen, es ist so, dass man einen Schöpfer loben soll. Und die Vierten sagen, Ichlosigkeit ist eigentlich das, was man entwickeln sollte. Das ist also eine große Palette. Und wir stehen jetzt vor diesem Dilemma und müssen uns heraussuchen, was wir denn machen wollen mit unserem Leben. Und häufig ist es so, dass wenn man gute Literatur liest oder wenn man gute Gedichte liest oder wenn man ins Theater geht oder Musik hört, dass einem dann irgendwelche Sachen klarer werden. Also gute Literatur bringen Sachen näher an das Wesen des Menschen heran. Die Sprache hat eine ganz eigenartige Wirkung in guter Literatur. Und ich habe ein Zitat gefunden von Stevenson, wo gewissermaßen ein bisschen über das Streben der Menschen gesagt wird. Und ich fand das sehr, sehr schön. Ich will es mal lesen. So wie ich auch heute viel aus der Literatur zitieren werde, eben aus dem Grunde, weil Literatur und Dichtung etwas ist, was uns Dinge viel klarer macht, weil sie uns Dinge viel näher bringt, die man so in Konzepten, in verbalen Konzepten gar nicht so gut rüberbringt. Ebenso etwas Ähnliches gilt für Geschichten. Aber jetzt zu dem Zitat von Stevenson. In einem Buch habe ich das gefunden, das heißt Das rätselvolle Leben. Und er sagt dort über Menschen, sie waren nicht Kolonisten, sondern Pilger. Sie wanderten dem Wein und dem Gold und der Sonne entgegen. Aber ihre Herzen strebten höher zu. Jene göttliche Unrast, die alte schmerzende Unrast der Menschheit, die zu manch großen Taten und zu manch kläglichem Fehlschlag geführt hat. Die gleiche Unrast, die mit Ikarus die Schwingen ausbreitete und die Kolumbus über den Atlantik trieb. Sie erfüllte auch diese Barbaren und begleitete sie auf ihrem gefahrenvollen Zug. Vielleicht erkennen wir uns ein bisschen darin wieder, wenn man sich also so seine eigenen Unternehmungen anschaut, sein eigenes Herz prüft. Ich denke, da ist eine ganze Menge drin. Wer strebt nicht nach Gold? Wer strebt nicht nach Wein? Wer hat nicht alle solche Wünsche, die in diesem Bereich liegen? Und wer weiß nicht darüber hinaus, dass das nicht wirklich erfüllend ist? Das mag für einen Augenblick ganz schön sein, aber ob das langfristig trägt, das haben wir also nie, wir haben es zwar gefunden, wir haben aber nie sozusagen eine stabile Situation da entdecken können.
Also das sind Dinge, glaube ich, die unser aller Leben antreibt. Wir sind Menschen, die versuchen in dieser Welt solche Dinge zu verwirklichen. Die Welt, die uns umgibt. Und wir sind ja nicht getrennt von der Welt, aber wir tun immer so, als gäbe es die Welt dort und haben uns, glaube ich, aber noch nicht genau gefragt, was ist denn eigentlich die Welt? Das will ich jetzt ein bisschen versuchen, genauer zu formulieren, was die Welt ist, in der wir leben. Denn das ist ein wichtiges Element unseres Lebens, die Welt. Ohne Welt können wir nicht leben. Wir sind sozusagen mitten da drin. Zunächst einmal ist die Welt ein buntes und schillerndes, manchmal auch grauenhaftes oder schreckenerregendes Szenario. Das kennen wir alle. Wir sind Teil davon. Es ist nicht so, als wenn es die Welt da draußen gäbe, wo das alles passiert, sondern wir inszenieren das Ganze. Und hier versuchen wir jetzt Gold zu finden, wir versuchen Wein zu finden, Zufriedenheit vielleicht, auch Glück und Schutz und Geborgenheit. Und was wir vielleicht nicht genau erlebt haben, ist, dass wir im Allgemeinen der Urheber all dieser Verwirrungen und dieser Schauplatz sind. Eigentlich ist das Ganze, was sich draußen in der Welt abspielt, eigentlich in uns drin. Es ist nicht so, als gäbe es die Welt, sondern wir sind eigentlich der Schauplatz und der Urheber all dieser Dinge, die draußen ablaufen. Wir sind das. Wir haben daran teil. Wir inszenieren das. Und wir tun das, weil wir im Allgemeinen sehr gern so diese Tour de France der Gefühle fahren. Weil wir verlangen alle sehr starke, intensive Gefühle. Und darum stürzen wir uns in dieses Treiben hinein und erleben auch all diese Dinge dann. Aber die wenigsten, glaube ich, haben dort das gefunden, was sie suchen. Sonst wären sie wahrscheinlich nicht hier. Es gibt noch einen anderen reizvollen Aspekt in der Welt, den man sucht. Das ist das Verliebtsein. Wer hat das nicht sozusagen auf seine Fahnen geschrieben gehabt, irgendwann oder immer noch, und sucht darin etwas, was ihn ganz oder sie ganz erfüllt? Und ich empfehle in dem Zusammenhang vielleicht das Gedicht von Heine zu lesen. Das heißt Die Liebe. Das ist ein faszinierendes Gedicht. Oder es gibt eine sehr, sehr schöne Geschichte über Liebe von Abbé Prévost. Goethe lobt diese Geschichte als eine der Liebesgeschichten der Weltgeschichte. Die ist also irgendwie so um 1700 entstanden. Die heißt Manon Lescaut. Das gibt's auch als Oper. Rudi Mitra wird das sicherlich kennen. Ja. Also, es gibt es als Novelle und ich kann das sehr empfehlen, wenn man was über Verliebtsein lesen will. Die ist faszinierend. Die ist unglaublich faszinierend. Da kriegt man dann etwas von dem sozusagen, was ich eben am Anfang schon gesagt habe, dass durch gute Literatur werden einem Sachen näher gebracht. Die kann man so durch Konzepte, kriegt man die nicht hin. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ja, Verliebtsein ist doch ganz schön, aber das glaubt ja keiner, wirklich, oder was auch immer. Also was wir tun, wir wollen also gewissermaßen an diesem Ganzen teilhaben, was wir eigentlich wollen, wir wollen all das in uns hineinschlingen. Wir sind permanent dabei, irgendetwas an uns heranzuziehen. Wir wollen das haben, wir wollen das trinken, wir wollen das essen, wir wollen das wie auch immer verdauen. Aber die meisten von uns sind eigentlich zu schwach, um zu entbehren und zu gierig, um zu genießen. Das ist das, was Marc Aurel sagt. Und ich glaube, das trifft für viele von uns zu. Wenn man also wirklich sozusagen dahin kommen will, dass man die Welt in diesen Dingen auskosten will, ja, dann ist man entweder gar nicht bereit dazu, auf bestimmte Dinge zu warten, bis sie gereift sind. Oder man ist in einer Situation so aufgeregt, dass man gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt überhaupt alles machen? Das kennen wir alle von uns. Also sozusagen, dann geht man an den Teilen vorbei, die es eigentlich zu erleben gibt. Und ich glaube, das kennen viele von uns. Das sind also Dinge, das ist so ein bisschen so ein Szenario wie die Welt, wie unsere Welt ist. Und häufig sind wir unglücklich in dieser Welt. Wir sind nicht besonders glücklich. Und wenn alle glücklich wären, dann würde keiner irgendwo Glück suchen oder würde nicht nach Integration oder irgendwelchen solchen Dingen fragen, sondern würde einfach zu Hause sitzen auf dem Stuhl und wäre glücklich. Aber das ist in den wenigsten Fällen der Fall. Immer wieder kommen irgendwelche Dinge, die sind unbefriedigend. Und es gibt ein schönes Zitat von Sangharakshita, kann man nachlesen in dem Buch Ethik, Meditation und Weisheit, gibt es hier unten zu verkaufen, kann ein bisschen Reklame machen. Bringt dem Zentrum Geld. Kann man so schöne Vorträge hören. Also, Sangharakshita sagt dort, statt den Grund unseres Unglücklichseins zu verstehen, wenden wir uns davon ab und setzen uns zum Ziel, dass es uns gut gehen soll. Als ob wir ihm so entfliehen können.
dem Unglücklichsein. Das geschieht automatisch oder quasi instinktiv, ohne dass man sich dabei seiner Gefühle bewusst wäre oder erkennen würde, was einen antreibt und bewegt. Und ich glaube, das ist auch das, was wir sozusagen in unserem Leben erleben, dass wir so, wenn wir irgendwie nicht so ganz zufrieden sind, wenn etwas da ist, was wir eigentlich nicht so gerne wollen, was wir schnell versuchen, ist raus, irgendwo anders hin, wo es einfach wieder angenehm wird, wo die Sonne scheint, wo man dann irgendwo gelobt wird, wo man dann keine Kritik kriegt oder wo man das bekommt, was man eigentlich möchte. Wir wollen nicht uns anschauen, was ist denn jetzt los in unserem Unglücklichsein. Noch viel weniger wollen wir uns häufig anschauen, warum bin ich glücklich? Das gilt für das Glücklichsein genauso. Das sind also diese beiden Aspekte. Und einer der Hintergründe ist, dass man einfach verwirrt ist. Man fängt nicht an, klar zu denken und sagen, jetzt gehe ich mal den Dingen auf den Grund. Da ist also solch große Verwirrung in unseren Geistern, dass das passiert. Aber wir sind da in guter Gesellschaft. Es gibt eine ganze Reihe unglücklicher Menschen, wenn man zum Beispiel an Tolstoi denkt, der im hohen Alter seine Familie verließ, sein Gut verließ, weil er unglücklich war und dann auf der Reise irgendwo auf einem Bahnhof gestorben ist. Oder Hemingway, der kurz vor 60 war und die Welt ihm das nicht mehr bieten konnte, was er sich wohl gewünscht hat, und dann hat er sich irgendwie möglicherweise erschossen. Ich nehme nicht an, dass er so unerfahren mit einem Gewehr war, dass er beim Reinigen da aus Versehen den Schuss gelöst hat. Der hat sich also umgebracht. Oder Puschkin. Puschkin ist im Duell erschossen worden, aber Zeitgenossen sagen, dass er des Lebens so überdrüssig gewesen sei, weil nichts von dem erfüllt worden ist, was er sich gewünscht hat. Und dann hat er dieses Duell mit dem französischen Offizier angefangen, wurde dann verwundet und ist einige Tage später gestorben. Oder Stefan Zweig, der im Zweiten Weltkrieg nach Südamerika ging, sich umgebracht hat, weil er das Leben nicht mehr weiterleben konnte. Kann man nachlesen in seinem Buch Die Welt von gestern. Also, wir sind irgendwo, das geht uns häufig so, mir geht das häufig so, ich bin also häufig genervt und frustriert und müde, weil ich will das alles gar nicht. Und das sind so Zustände, die, glaube ich, alle anderen können erkennen. Das hängt häufig damit zusammen, dass wir eigentlich nicht mit Wirklichkeit, wie etwas wirklich ist, Kontakt haben wollen. Und dass wir uns häufig nicht eingestehen, dass die Wirklichkeit eigentlich nichts mit unseren Wünschen und Vorlieben zu tun hat. Wirklichkeit ist im Allgemeinen etwas völlig anderes. Und die Welt ist schon wirklich. Aber wir wollen das nicht. So, wir fangen gewissermaßen an zu träumen und träumen uns unsere eigene Welt. Und wenn man sich sozusagen in diese Träume verliert, dann ist es schwierig, glücklich zu werden, zufrieden zu werden und all diese schönen Sachen zu erleben. Also wo man hin muss, ist zunächst einmal zu dem, was wirklich ist. Das ist der erste Schritt. Man muss da anfangen und gucken, was ist denn genau los. Wenn man ein Gebäude errichtet, als erstes untersucht man den Boden und dann baut man darauf, weil das Ding muss tragfähig sein. Und wenn man das nicht macht, dann ist alles andere ist vergeblich. Also wir müssen gucken, was ist eigentlich Wirklichkeit. Und wieder in der Dichtung gibt es da schöne Beispiele. Ich will nur eins zitieren, zum Beispiel von Goethe. Goethe sagt, wer nicht das Auge sonnengleich, nie könnt's die Sonne erblicken. Und ich will diesen Satz ein bisschen abwandeln und sagen, wer nicht das Glück mir wesensgleich, nie würde ich es erreichen. Also eigentlich, was man tun soll, anfangen, in sich zu gucken, was ist denn da los? Also die Reise geht nicht nach außen in die Welt, sondern nach innen, in die innere Welt. Da findet man das, was glücklich macht. Da ist etwas, was wir entwickeln und entfalten können, bis hin zu einem Grade, wo uns all diese Unwillen nicht mehr stören. So, das war eben die Welt, in die wir einen Ausflug gemacht haben, und wir sind jetzt ein bisschen eingekehrt in unsere Wirklichkeit. Das, was wir erleben. Wir gehen jetzt ein bisschen näher an das heran, was wirklich ist. Möglicherweise ist die Wirklichkeit ein unbekanntes Gebiet. Weiß ich nicht genau, wie das bei Ihnen so ist. Ob das alles unbekannt ist, was in Ihnen ist oder was. Ja? Wir wollen trotzdem ein bisschen weitergehen und gucken, was man denn so allgemein für intellektuelle Erfahrungen mit Wirklichkeit gemacht hat, die stimmig sind. Wir wollen das so ein bisschen genauer analysieren. Zunächst einmal kennen alle, glaube ich, diese Geschichte
von Perseus und Medusa, wo der Perseus dieser Medusa den Kopf abschlägt. Ich mache jetzt gerade einen Sprung, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Und er macht das, indem er seinen blanken Schild nimmt und die Medusa mit den vielen Häuptern in seinem Schild spiegelt und wegschaut und dann einfach zuschlägt. Er kann die Medusa nicht anschauen, das würde bedeuten, dass er versteinert würde. Also ähnlich ergeht es uns. Wenn wir unsere Wirklichkeit wirklich erleben würden, wir könnten das nicht ertragen, glaube ich. Wir würden das im Augenblick, würden wir da sozusagen umfallen, weil wir im Allgemeinen unsere psychologische Wirklichkeit so erbärmlich ist, das geht ja nicht für alle, aber das ist sozusagen schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich gucke jetzt mal ein bisschen genauer, was sagen eigentlich Künstler und was sagt der Buddha in der Wirklichkeit? Zunächst mal der Buddha. Der Buddha sagt zunächst einmal Sabbe Sankhara Anicca. Das heißt, alle bedingten Dinge sind vergänglich oder unbeständig. Das ist das, was der Buddha sagt. Das ist unsere Erfahrung. Wahrscheinlich. Nichts ist noch da, wie es mal war. Alles ist irgendwo in der Vergangenheit verschwunden. Wir sind jetzt hier, Vergangenheit gibt es nicht mehr. Also gar nichts mehr da. In der Literatur findet man sehr schöne Beispiele. Zum Beispiel, wenn man Hemingway, ich hatte ihn eben schon zitiert, liest, Der alte Mann und das Meer, wo der alte Mann diesen großen Fisch fängt, den er in seinem Leben immer fangen wollte. Und jetzt hat er ihn endlich nach vielen Tagen Kampf und bringt ihn in den Hafen. Und auf dem Wege zum Hafen kommen kleine Fische und fressen den ganzen Fisch auf. Und er landet im Hafen an mit dem Gerippe. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Oder Shakespeare. Shakespeare sagt, welch ein Meisterwerk ist der Mensch, wie edel durch Vernunft, in Gestalt und Bewegung, wie bedeutend und wunderwürdig, im Handeln wie ähnlich einem Engel, im Begreifen wie ähnlich einem Gott, die Zierde der Welt, das Vorbild der Lebendigen. Und doch, was ist mir diese Quintessenz von Staub? Oder Ryokan. Ryokan, ganz wenige Zeilen, sagt, was wird mein Vermächtnis bleiben? Blumen im Frühling, der Kuckuck im Sommer und die dunkelroten Blätter des Herbstes. Oder nochmal Shakespeare. Da Erz und Stein und weites Meer dem dunklen Todeslos nicht widerstehen, wie soll dann Schönheit, die an Kraft nicht mehr als eine Blume ist, so großer Not entgehen? Das ist aus der Dichtung. Dinge sind vergänglich. Und in der Dichtung findet man Weisheit. Ich habe eben von Weisheit gesprochen. Das ist auf so eindringliche, schöne Weise beschrieben, dass gewissermaßen, dass man da gar nicht dran vorbeigehen kann. Das geht direkt, jedenfalls bei mir, direkt in mich hinein, in mein Herz. Das Zweite, was der Buddha sagt über Wirklichkeit, ist Sabbe Dhamma Anatta. Das heißt, alle bedingten Dinge sind nicht ich. Nicht selbst sind ich los. Die zweite Behauptung über Wirklichkeit. Und darum scheint es wohl im Buddhismus sinnvoll zu sein, sich in die Ichlosigkeit hineinzuentwickeln, hatten wir eben am Anfang. Weil Wirklichkeit so ist. Wenn sie dem Wesen nach so ist, dann gibt es keinen Sinn, etwas anderes entwickeln zu wollen, als das, was wirklich dem Wesen nach da ist, nämlich Ichlosigkeit. Wenn die Wirklichkeit ichlos ist, was gibt es für einen Sinn, so ein großes Ich aufzublähen? Das passt ja nicht in die Wirklichkeit. Und dazu gibt es eine sehr, sehr eindringliche ein eindringliches Gedicht, das über 2000 Jahre alt ist. Das ist also aus der buddhistischen Tradition. Und das ist aus dem Samadhiraja Sutra. Das ist eines meiner Lieblingssutra. Ich will einige Verse daraus lesen. Ganz wenige. Länger. Das Sutra ist selber sehr lang. Es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt daraus. Und dort heißt es, wisse, dass alle Dinge so sind. Ein Trugbild und Wolkenschloss, Träume, bloße Erscheinungen, ohne Essenz und dennoch mit sichtbarem Merkmal. Wisse, dass alle Dinge so sind, wie ein Gaukelspiel von Magiern erzeugt,
Pferde, Ochsen, Karren und andere Dinge. Und nichts davon ist so, wie es scheint. Wisse, dass alle Dinge so sind. Im Halm, den du spaltest, gibt es kein Mark. Die Suche wird immer vergeblich sein. Innen und außen leere. Ichlosigkeit. Zweiter Punkt von Wirklichkeit. Unbeständigkeit, Ichlosigkeit. Jetzt bleibt noch der dritte. Drei Merkmale der Wirklichkeit hat der Buddha genannt. Der dritte ist Sabbe Sankhara Dukkha. Und das heißt ungefähr, dass alle bedingten Dinge unzulänglich, unbefriedigend sind. Denn wir suchen immer das in der Wirklichkeit, was wir nicht finden können. Und weil das so ist, darum sind wir unzufrieden. Darum erleben wir dieses Dukkha. Das heißt natürlich nicht, dass wir keine freudigen Erlebnisse haben können. Nur die sind halt nicht beständig. Man kann unglaublich viel Freude erfahren, aber nur dann wirkliche Freude, wenn man diese Dinge akzeptiert, wie sie sind. Nämlich unbeständig und haben keine Substanz, kein Ich. Naja, und ich dachte, weil ich mich mit meinem Leben selber sehr viel mit Dukkha beschäftigen musste, ich habe also sehr viel Dukkha erlebt, irgendwann habe ich ein Gedicht darüber geschrieben. Und ich will das mal vorlesen. Des Lebens Farbigkeit, der Wälder geheimnisvolle Laute, nur noch Erinnerung aus der Vergangenheit, da Unbeständigkeit die Bilder dieses Traums erbaute. Nichts will verweilen, auch Elfen und Nymphen enteilen, verklungen die Lieder des Reigens der zärtlichsten Sinnlichkeit. Der neue Begleiter heißt bittere Einsamkeit. Blumen und Gräser auf wogender Fläche, spiegelndes Licht im Murmeln der Bäche, entrückt in die Schatten der Nacht. Unfassbar auch hier beständige Pracht. O grausame Sonne, in deinen Strahlen brennt die Sehnsucht nach bleibender Wonne. Doch was soll dieses Licht, wenn alle Freude unter dem Schritt der Zeit zerbricht? Kann diese irdische Sehnsucht, offenbart in dürstender Lust, die Fessel jemals sprengen, die mein Herz hält in weltlicher Brust? Das ist Dukkha. Dukkha, Dinge sind unbefriedigend. Deshalb sind sie schmerzhaft. Na, wir haben jetzt eine Zeit lang in diesen schwierigen Bereichen verweilt. Wir wollen mal gucken jetzt, ob wir nicht da rauskommen, ob wir die Wege zu wirklich zum Glück, zur Zufriedenheit finden. Und das Nächste beschäftigt sich damit. Also Wege zum Glück, eigentlich die Praxis, wie kommt man dahin? Und eigentlich wird das sehr schön geschildert vom Buddha, als seine Pflegemutter ihn fragt und sagt, Mensch, ich höre so viel von Leuten, die einen sagen, das musst du machen, dass du glücklich wirst. Die anderen sagen, nee, das machst du nicht, mach lieber was anderes und das und jenes. Und schließlich ist sie völlig verwirrt, wie uns das auch immer wieder ergeht, und fragt den Buddha. Den achtet sie und denkt, naja, der wird mir das vielleicht sagen können. Und viele von euch kennen wahrscheinlich das, was der Buddha antwortet. Er sagt, alle Lehren, deren du dich in dieser Weise versichern kannst, diese Lehren führen zur Ruhe, nicht zu neurotischer Leidenschaft, zu geistiger Freiheit, nicht zur Knechtschaft, zur Abnahme weltlicher Verwicklungen, nicht zu deren Zunahme, zu Genügsamkeit, nicht zur Begierde, zur Individuation, nicht zum Untertauchen in der Gruppe, zur Freude am Wohlgeratenen, nicht am Misslichen. Von solchen Lehren kannst du mit Sicherheit behaupten, dies ist der Dharma, dies ist das ethische Leben, dies ist die Botschaft des Meisters. Das ist das, was zum Glück führt, diese Dinge. Aber möglicherweise kennen wir das alle, wir haben aber vielleicht nicht so die nötigen Mittel, die nötigen Handwerkzeuge, den Hammer oder den Meißel oder die Säge oder was auch immer, um das jetzt zu verwirklichen, was hier gesagt wird. Und darum will ich im Folgenden vorstellen, was man tun kann. Was man tun kann, um dahin zu kommen, dass man glücklich wird. Das Erste, was man tun kann, ist den Willen einsetzen. Der Wille ist der Baustein für Individuation. Ohne Willen geht überhaupt nichts. Und wenn man das jetzt noch zusammenbringt mit positiven Emotionen und Verstand,
dann sind das sozusagen die Haftstoffe, die die Steine halten, aus denen man das Gebäude errichten kann, was gewissermaßen Glück und Zufriedenheit beherbergt. Und das ist der innere Mensch. Also der Wille ist das wesentliche Werkzeug. Der Tim, der macht das immer willentlich, geht er auf die Reise und rast durch den hier am See entlang. Und da muss man unglaublichen Willen einsetzen. Ja, wenn man das nicht tut, dann wird das nichts. Dann kommt man nicht voran. Und Damaloka wetteifert mit ihm. Wer ist besser? Hat er mir neulich erzählt. Ja, setzt den Willen ein. Schafft es aber nicht. Schafft ihn nicht. Wenn man so gewissermaßen in solch einem Ehrgeiz wäre, ich will, ja, dann macht man auch was. Also der Wille ist eines der wichtigsten Werkzeuge überhaupt. Wenn nicht das Wichtigste. Ich denke, es ist fast das Wichtigste. Ohne dass man eine willentliche Entscheidung trifft, wird das nichts. Kann ich versichern. Behaupte ich. Was dann nämlich passiert, wenn man den Willen einsetzt, dann handelt man willentlich. Und nach der Lehre des Buddha ist willentliches Handeln Karma. Und Karma ist das, wie man sich gestaltet. Wenn man also willentlich dies oder jenes tut, dann wird man zu dem, was man will. Das ist das, was Karma ist. Man wird zu dem, was man will. Also beispielsweise ein sehr guter Läufer, der irgendwann diesen Marathon in Köln gewinnt. Oder man wird ichlos, oder man wird erleuchtet, oder was auch immer. Der Wille ist das Entscheidende. Es gibt von irgendjemandem, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, es gibt keine Hindernisse für den, der wirklich will. Das ist also das, was man auf die Fahnen setzen muss. Und in Verbindung mit dem karmischen Gesetz führt das genau in die gleiche Richtung. Und ich habe mir gedacht, jetzt untersuche ich mal ein bisschen praktischer. Was kann man denn eigentlich tun? Wo können wir denn unseren Willen einsetzen? Wie kann man das machen? Was kann man für Methoden wählen? Genau, was kann man tun? Und es gibt in der buddhistischen Tradition eine Dreiteilung des Menschen in Körper, Rede und Geist. Und ich will mich ein klein wenig auf diese Bereiche konzentrieren. Zunächst einmal, man kann den Körper bewusster machen. Denn Körper ist ein Element des Menschen. Wenn man den bewusster macht und wenn man den klarer macht, dann wird man auch im Geist bewusster. Was man machen kann, man kann zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das kann man wollen. Ich mache das jeden Morgen. Das ist eine unglaublich schöne Angelegenheit, auch wenn es regnet. Dass man sozusagen nicht mehr in sein Auto steigt, man fängt an, irgendetwas anderes zu tun, wo man sich bewegen muss und wo man dann den Wind spürt und all diese ganzen Sachen aus dem Kopf kriegt, die Gedanken. Weil die Gedanken, die meisten können wir so vergessen, die sind irrelevant, die sind keine Gedanken, das ist einfach nur Träumerei. Das gilt ja nicht für alle hier, das hatte ich ja eben schon gesagt. Die zweite Sache ist, man kann seine Essgewohnheiten ändern. Das machte der Dämon in der Geschichte auch. Also der wird seine Essgewohnheiten ändern und das hat einen unglaublichen Effekt. Der hat seine Essgewohnheiten geändert. Wenn man also anfängt, seine Essgewohnheiten zu ändern, man kann gar nicht glauben, was das für Effekte hat. Ist schwierig, gebe ich zu, aus eigener Erfahrung. Unglaublich schwierig. Also da muss man unheimlich viel Willen haben. Ich will das einfach mal so ein bisschen weiter aufzählen. Man kann seine Schlafgewohnheiten ändern, kann also Lebensrhythmus ändern und man kann in einer anderen Umgebung wohnen. Man muss nicht immer in dem gleichen Bereich wohnen. Das hat einen ganz, ganz starken Effekt. Ja, wird man glücklicher. Eva hat mir es eben gerade noch erzählt, sie wohnt in einer anderen Umgebung, ist wesentlich glücklicher geworden. Also sowas kann man praktizieren. Man kann auch in ein fremdes Land gehen. Ich bin da zwar nicht glücklich geworden, aber es war eine unglaublich gute Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ich möchte sie um keinen Preis missen. Und wenn man sozusagen auf der Straße zum Glück ist, das heißt nicht, dass man immer dort angenehme Dinge trifft. Ganz im Gegenteil. Aber das ist einfach so. Das ist einfach so. Wir kommen vor Hindernisse, so würde ich das mal nennen, die man überwinden muss. Oder man kann mit sich selber allein sein. Das ist also eine ganz, ganz starke Praxis. Wenn man anfängt, mit sich selber allein zu sein, so, ja, nicht immer mit irgendjemandem zusammen ist, das ist eine unglaublich starke Praxis. Da trifft man sich immer selber. Und wenn man das wirklich konsequent macht, dann hat man keine Chance. Dann trifft man seine Gewohnheiten, seine Muster. Und das ist unglaublich hilfreich. Also allein sein, und darum machen einige auch ein Solitary, also sind eine Zeit lang allein, oder manche machen das noch länger, das ist eine sehr, sehr gute Praxis. Sehr schwierig, aber eine sehr, sehr gute Praxis. Also das waren jetzt körperliche Sachen. Ich kann versichern, wenn man einiges davon macht, das hilft schon. Jetzt kommen wir zur Sprache. Ich will Rilke zitieren. Und wie ich eben schon gesagt habe, so aus der Dichtung kommt immer eine ganze Menge mehr. Rilke sagt an einer Stelle, ich weiß nicht mehr wo, er sagt,
Wenn du allen Verlogenheiten entwachsen sein wirst, denen du vertraust, dann bist du am Anfang deiner selbst. Also wenn du allen Verlogenheiten entwachsen sein wirst, denen du vertraust, dann bist du am Anfang deiner selbst. Wenn wir aufhören, uns selber oder andere zu belügen, ist unglaublich schwierig. Wenn man das macht, dann steht man am Anfang seiner selbst. Dann fängt man an, mit der Wirklichkeit Kontakt zu machen. Ich will jetzt nicht über die Sprachvorsätze reden, da kann man hier einen Kurs besuchen, wo die Mitarbeiter bestimmt Kurse anbieten für Sprachvorsätze studieren. Das kann man dann hier machen. Es ist eine sehr, sehr gute Praxis, diese Dinge zu studieren. Ich habe mal so ein bisschen überlegt, wie wir jetzt reden, wie reden wir jetzt eigentlich? Oder wie ist unsere Sprache entstanden, die wir jetzt benutzen? Wenn wir in großen Teil Sprache sind, dann ist irgendwo das, was ich jetzt spreche, ist das irgendwas gekommen, ja? Und ist so geworden. Was ist das denn gewesen, was das sozusagen gemacht hat? Zunächst einmal, wir reproduzieren durch Sprache nicht das, was wir erleben oder erlebt haben, sondern das, wie wir das Erlebte interpretieren. Häufig ist es so, wir sagen das gar nicht, wie es war, sondern wir geben unsere Interpretation, unsere Auslegung von dem, was wir wahrgenommen und erlebt haben. Wir sprechen auch gedankenlos und wir denken nicht, bevor wir sprechen. Wir denken nicht darüber nach, was wir sagen. Und Sprache kommt aus unserem kulturellen Umfeld. Also da, wo wir sind, regelmäßig, nehmen wir all diese Dinge auf und wir reproduzieren das auch wieder. Also sinnvoll ein Umfeld zu suchen, das in unsere Richtung geht, in die wir wollen. Und wir sprechen aus den Konditionierungen und Gewohnheiten unseres Lebens. Und aus unseren Vorlieben und Abneigungen. Aus unseren Wünschen, aus unseren Verlangen, aus unserer Angst und aus unserem Hass. Das ist das, wie wir im Allgemeinen reden. Wir müssen eine neue Sprache lernen. Neue Sprache ist, dass wir die Sprachversetzung üben. Ich sprach eben davon. Ich will sie jetzt nicht erwähnen, aber der erste ist wahrhaftige Rede. Wenn man den praktiziert, das ist eine unglaubliche Kraft, die dahinter sitzt. Und wir sollten Kontakte machen zu Menschen, die weiser und klarer sind als wir selbst. Und mit ihnen uns austauschen. Oder wir sollten durch das Studium des Dharma oder durch gute Literatur sollten wir anfangen, das aufzunehmen. Ich habe eben einige Beispiele zitiert aus der Literatur und aus dem Dharma. Das sind ganz, ganz wesentliche Sachen, wie man neue Sprache lernen kann. Es gibt einen Sprachwissenschaftler, Richards, der hat einmal gesagt, dass niemand, der ein Wörterbuch aus anderen als bloß orthografischen Gründen benutzt, dem Schock entkommen kann, zu entdecken, wie außerordentlich weit unsere Worte uns oft voraus sind, wie subtil sie bereits Unterschiede registrieren, nach denen unser Geist noch immer tastet. Interessante Sache. Also er sagt, unsere Sprache ist uns oft weit voraus, die Unterschiede, die wir in der Sprache formulieren, nach denen tastet unser Geist immer noch. Beispiel. Wir sagen häufig etwas, aber unser ganzes Wesen steht nicht dahinter. Das ist ein Teil, das hier gemeint ist. In dem Sinne ist das, was wir sagen, hat nichts mit dem zu tun, was wir eigentlich sehen. Das ist da und wir sind hier. Das ist ein Teil. Der zweite Teil ist subtile Unterschiede. Zum Beispiel den Unterschied zwischen Freude und Vergnügen. Das sind zwei verschiedene Worte. Was ist der Unterschied zwischen Freude und Vergnügen? Großer Unterschied. Will ich jetzt nicht drauf eingehen. Das war etwas über Sprache. Also eine Praxis, die wir aufnehmen können in der Sprache. Uns dort üben. Und die letzte Praxis schließlich ist die Praxis am Geist. Die Praxis am Geist ist eine ganz, ganz starke Praxis, weil eigentlich wird gesagt, dass aus dem Geist alles andere kommt. Dass die Dinge aus dem Geist entstanden sind. Und darum ist das auch die schwierigste Praxis. Und eine interessante Sache, die im Buddhismus gesagt wird. Der Buddha lehrt, dass deine wahre Natur, dein wahrer Geist, ist eigentlich völlig rein und völlig unbefleckt. Der ist völlig frei. Es gibt nicht dieses Konzept im Buddhismus, dass man befleckt wäre oder Erbsünde hätte. Das gibt es nicht. In den Tiefen des Geistes ist absolute Reinheit und auch Freiheit. Wir müssen nur dahin. Wir müssen in unseren Geist hinein und diese Bereiche hervorholen, wie ich eben schon am Anfang gesagt habe. Wir müssen in unser Wesen, da finden wir Glück und Zufriedenheit. Und
Das kann man nicht finden, indem man so Ansichten sammelt oder unglaublich viel Informationen. Man wird nicht besser, wenn man gewissermaßen ein unglaublich studierter Mensch ist. Das kann man werden, auch nicht, dass studierte Menschen nicht glücklich werden können. Wir haben auch studiert, Rudi Mitra, wahrscheinlich viele von Ihnen. Aber irgendwo muss man da durchbrechen und gucken, was ist denn hinter all diesen ganzen Dingen. Also der Geist. Und ein Teil des Geistes sind unsere Emotionen. Die will ich mal in unseren Geist hineinlegen. Und häufig sind unsere Emotionen blockiert. Sangharajita sagt, wir lieben nicht wirklich, wenn wir lieben. Und wir hassen auch nicht wirklich, wenn wir hassen. Und ich habe ein Gedicht gefunden aus der Sufi-Tradition, einige Zeilen nur. Ist auf Englisch, ich will das mal auf Englisch lesen, dann will ich mal eine ganz kurze, das sind nur ein paar Zeilen. Das geht so. Love is a guillotine, where a man must lose his head, or else he is not shriven in the church of love. Also ungefähr so. Liebe ist eine Guillotine, wo ein Mensch seinen Kopf verlieren wird, oder sonst werden ihm seine Sünden nicht vergeben in der Kirche der Liebe. Also wenn man also liebt, wo die Mitra liebt sehr stark, das weiß ich, immer wieder, sein Herz ist darin voller Leidenschaft. Wenn man das macht, dann wird man sicher an die Tiefen kommen, um die es geht. Also nicht blockiert sein, wirklich seine Emotionen freilassen. Blockierte Emotionen führen nicht dazu, dass man seinem Wesen nachkommt. Naja, und dann gibt es negative Geisteszustände. Aber da will ich nicht viel drüber sagen, weil wenn man da viel drüber sagt, dann kann das Ganze den Bach untergehen. Dann sitzen vielleicht alle hier so und denken, was hat er denn für einen Vortrag gehalten? Also nur ein paar Anmerkungen. Negative Geisteszustände sind eigentlich da, wo Menschen in der Gruppe durchmanipuliert werden. Ich habe bei Sangharajita gefunden, dass er sagt, dass man mit negativen Geisteszuständen Menschen manipulieren kann. Er sagt, die katholische Kirche manipuliert durch Angst. Die kommunistische Partei durch Hass, der Kapitalismus durch Gier, totalitäre Staaten nutzen Minderwertigkeits- und Unterlegenheitsgefühle aus. Und er sagt, in Friedenszeiten wird mehr Gier kultiviert und in Kriegszeiten mehr Hass. Also, wenn man sich sozusagen in einer Gruppe befindet, dann ist man der Gefahr ausgesetzt, manipuliert zu werden, insbesondere in diesem Bereich. Da muss man raus. Das ist das, worum es in meinem Vortrag geht. Man muss frei werden davon. Und sonst wird man einfach so mit manipuliert. Aber das ist nicht leicht, aus einer Gruppe sich zu lösen. Der Gruppensog ist sehr, sehr stark. Also positive Geisteszustände sind Geisteszustände, um die es eigentlich geht, die man kultivieren will als Individuum. Die sind die, die den richtigen Weg zeigen. Die einem zu den Reichtümern führen, die in einem stecken. Diese positiven Geisteszustände sind die, die eigentlich uns zusammenhalten. Die machen uns heil. Das steckt in dem Wort Heiland drin. Das ist jemand, der heil ist. Der ist ganz. Wohingegen negative Geisteszustände reißen uns auseinander im Geist. Kennt ihr alle, wenn man gierig ist, dann will man manchmal das haben und jenes auch. Und dann hat man Angst, dass man das doch nicht erreicht. Also das ist nicht bei positiven Geisteszuständen. Da ist man gesammelt. Und wenn man gesammelt ist, ist man glücklicher, wie wenn man nicht gesammelt ist. Das kennt ihr alle. Noch ein paar positive Geisteszustände. Fangen wir an mit Demütigung. Demütigung ist im Allgemeinen kein positiver Geisteszustand. Ich kenne das sehr gut. Ich bin gedemütigt worden in meinem Leben. Und wahrscheinlich werde ich noch weiter gedemütigt werden. Und das ist eine sehr gute Erfahrung. Das ist eine interessante Erfahrung, gedemütigt zu werden. Und wiederum Sangharajita sagt darüber, Demütigung konnte man zu den Wegen zählen, auf denen vollkommene Schauen, das heißt die Dinge sehen, wie sie wirklich sind, erreicht. Man wird dann auf seine richtige Größe zurechtgestutzt. Wie man eigentlich wirklich ist im Vergleich zum Kosmos. Und das kann eine unglaublich positive Erfahrung sein. Was da passiert, man muss seinen ganzen Ego abgeben, diesen ganzen Ballast abgeben, was man alles aufgebläht hat. Wenn man den riesigen Kosmos sieht und mich im Vergleich, was bin ich für ein armes Wesen in diesem unendlichen Universum? Und wenn man das hinnehmen kann, so sagt er, falls du das überlebst, das Leben geht sowieso weiter. Und dann raff dich auf, klopfe den Staub ab und mach weiter. Das ist also etwas, was man dann tun soll. Ist gut, ich finde es eine sehr interessante Erfahrung. Was man dann vielleicht macht, man übt Bescheidenheit. Bescheidenheit ist ein extrem positiver Geisteszustand. Der Buddha ist ein Beispiel dafür. Die Bettelschale ist ein Symbol für die Bescheidenheit des Buddha. Der Buddha
ist sozusagen nur hingegangen, hat nicht gefragt, kriege ich was zu essen, ist einfach still seinen Weg gegangen, hat gewartet, bis er was bekommen hat. Man kann darüber noch viel, viel mehr sagen, aber das soll heute Abend ausreichen. Bescheidenheit ist etwas, was wir alle lernen, ich jedenfalls lernen kann. Dann gibt es Freude. Freude ist ein unglaublich schöner Zustand. Ich hatte ihn eben schon erwähnt. Und Freude ist eigentlich das, was nur wirklich starker Mensch erleben kann, im Unterschied zum Vergnügen. Sich freuen und Vergnügen haben sind zwei völlig unterschiedliche geistige Erfahrungen. Und Freude ist etwas, was gewissermaßen nicht in irgendeiner Weise begehrlich ist oder irgendwo hasserfüllt was abstößt, sondern Freude ist einfach da, ohne dass ein Grund da ist. Das ist ein Zustand von Freude. Ja, das waren eigentlich die wesentlichen Sachen, die ich sagen wollte. Ich kann anschließend noch, bevor ich jetzt meinen Vortrag beende und dann vielleicht noch zu dem Dämonen komme, noch eine Qualität erwähnen, das ist Umsicht und im Allgemeinen das Pali-Wort heißt Appamada. Und es ist das, was der Buddha gesagt hat, bevor er starb. Er hat gesagt, also mit Umsicht, ich will das mal so über, manchmal wird es mit Achtsamkeit übersetzt, mit Umsicht strebt weiter. Und Umsicht ist eine unglaublich starke Praxis. Was steckt da drin? Umsicht. Umsicht ist, wenn man sich erinnert, wie etwas war. Das steckt in Umsicht. Man ist umsichtig. Man erinnert sich, wie etwas war. Bin ich zufrieden geworden dadurch? Zum anderen, man unterscheidet, wenn man umsichtig ist, zwischen dieser Aktion und jener Aktion. Man ist nicht blind, sondern man wählt genau, das mache ich jetzt und das lasse ich sein. Und man ist mitfühlend in Bezug zu anderen Menschen und versucht sozusagen aus diesem Gefühl ihnen zu begegnen. Man hat Schamgefühl. Schamgefühl heißt, man schämt sich wirklich für etwas, was man an üblen Sache gemacht hat und bittet um Verzeihung. Aber dann ist es auch gut. Man ist vorsichtig, sehr vorsichtig, mit wem man Kontakt macht und was man tut. Man ist nämlich klar. Also Klarheit ist etwas ganz Wichtiges. Man schreckt insbesondere zurück vor ungeschickten Handlungen. Und wenn man das alles praktiziert, dann ist man frei von jeglichem Anhaften an irgendetwas, was auch immer das sein mag. Auch vom Anhaften an die eigene Person, an das eigene Ich. Und darum konnte der Buddha sein Löwengebrüll ausstoßen. Es gibt ein Sutta vom Löwengebrüll. Und er konnte deshalb gewissermaßen das so formulieren, so sagen, ich bin derjenige, der alles geschafft hat. Warum? Weil er frei war von der Vorstellung, dass er ein Ich sei. Er war ichlos. Es gab nichts, was er verteidigen musste, wofür er kämpfen musste, was er sozusagen in irgendeiner Weise vor anderen schützen musste. Das ist das, was der Buddha machen konnte, weil er ichlos geworden war. Das ist in gewissem Sinne ein Synonym für Erleuchtung. Wenn man wirklich ichlos ist, dann ist man da. Der Weg, einer der wesentlichen Wege dorthin, ist Meditation. Und wenn man nicht regelmäßig meditiert, dann ist es sehr, sehr schwer, das zu erreichen. Ich würde fast sagen, sogar unmöglich. Das ist der Anker. Meditation ist der Anker im Leben, wo man immer wieder sozusagen diese Dinge vor Augen kriegt, an denen man arbeiten will. Das ist also eine Arbeit, die man nicht aufgibt, wenn man meditiert. So, und dann, wenn man das gemacht hat, alles, was ich jetzt hier alles vorgeschlagen habe, dann ist man ein Individuum, dann ist man integriert. Dann braucht man das alle nicht mehr zu machen, dann ist man ichlos. Naja, das war das, was ich am Anfang sagen wollte. Und jetzt will ich etwas zu dem Dämon sagen. Diese Geschichte ist etwas länger und vielleicht habt ihr noch ein bisschen Geduld. Wenn nicht, dann können wir jetzt Schluss machen. Das ist also, oder soll ich die Geschichte noch erzählen? Ja. Das Ganze geht so, das gab einen Dämon, der wollte Priester werden. Der hatte den echten Wunsch, Priester zu werden. Und dieses Böse sein, das schien ihm sehr schwierig. Und er dachte, es ist viel besser oder viel leichter, gut zu sein. Das war einer seiner Ansprüche. Das ist jedenfalls eine Version der Geschichte. Es gibt mehrere Versionen der Geschichte. Also der eine war, der wollte gut sein. Einfach gut sein, weil böse war ihm zu schwierig. Eine andere Version der Geschichte ist, dass er sich so seiner unheilsamen Wege bewusst war und dachte, da kann ich nicht mehr weitermachen, ich muss jetzt aufhören. Dämonen scheinen auch solche Reue zu haben.
Und eine dritte Version der Geschichte ist, er hatte bisher immer nur von bösen Menschen gelebt und er wollte jetzt auch mal einige gute testen. Das ist die dritte. Er wollte seinen Speiseplan ändern. Dann hatte ich eben vorgeschlagen. Das war eine dritte Version. Mal sehen, was da passiert. Und was er macht, er geht zu einem Kloster, klopft an, der Abt kommt raus, der Abt, weltgewandter, cleverer Mann, Unterschied zur Weisheit, und hört sich sein Gesuch an und sagt, naja, ich bringe jetzt dein Gesuch bei der nächsten Ratssitzung vor und bis dahin könntest du ja mal anfangen, ein bisschen an deinen Krallen zu tun. Du könntest mal gucken, was du mit deinen Krallen machst. Denn wenn du deine Krallen weiter behältst und wenn wir dich hier aufnehmen, dann kriegst du Schwierigkeiten, den Rosenkranz zu halten. Das wird nicht so einfach sein. Geh mal erst nach Haus, ich bring das vor und mach was mit deinen Krallen. Dann hat der Dämon, der sah das ein und denkt, na, das geht, ich muss nach Haus hin. Und was er tat, er kürzte mit einem Messer seine Krallen, ja, stutzte die, dass sie also schön kurz waren, was teilweise sehr schmerzhaft war, kann man sich vorstellen. Und dann kam er wieder zurück, vernünftig bandagiert, weil das Ganze fing auch an zu bluten, und trat das zweite Mal vor den Abt. Der Abt kommt raus und begrüßt ihn mit einem feinen Lächeln und notiert natürlich auch, dass seine Hände bandagiert sind und sagt, naja, wir haben darüber beraten, aber wir sind noch nicht einig geworden, was wir mit dir machen. Also vielleicht kannst du nach Hause gehen erstmal zwischenzeitlich und was gegen deine Hörner tun. Denn wenn du diese Kopfbedeckung trägst, die wir alle tragen hier, das geht nicht gut. Du musst also irgendwie gucken, dass du die Hörner los wirst. Und der Dämon sagt, okay, ich gehe nach Hause und ich mache das dann. Der Dämon geht in seine Höhle zurück und fängt an, seine Hörner zu stutzen. Und kriegt er nicht ganz weg, was er schließlich machen muss. Er muss die abbrennen. Und man kann sich denken, dass das also eine unglaubliche Tortur ist, wenn man sie mit einem glühenden Eisen da die Hörner wegkriegen will. Jedenfalls gelingt ihm das. Und dann muss er auch hier alles bandagieren, stellt sich wieder beim Abt vor nach einer Woche. Und der Abt gratuliert ihm und sagt, Mensch, das ist prima gemacht. Wirklich beeindruckend, was man hier so sehen kann. Aber also wir haben immer noch nicht ganz so uns einigen können. Vielleicht wartest du noch ein bisschen und in der Zwischenzeit mach was mit deinen Fangzähnen. Denn also dieses Essen, diese klösterlichen Speisen, das ist mit den Fangzähnen, kannst du das nicht gut machen. Das kannst du zwar machen, wenn du so Menschen frisst, aber hier, wir kriegen immer nur diese anderen Sachen, das ist, mach was dagegen. Außerdem sieht das auch nicht gut aus, wenn du lächelst und die Leute sehen deine Fangzähne, das ist schrecklich. Na, der Dämon sieht das ein und denkt, muss ich was gegen machen. Geht nach Haus und schleift seine Fangzähne ab. Und schließlich geht es ihm, muss er sich auf den Schleifstein legen schließlich und muss die abschleifen. Und was natürlich passiert, dann schleift er auch einen Teil des Gaumens mit weg und das Ganze blutet. Und es ist also noch schrecklicher. Und er ist also ja ziemlich am Ende, kommt zum Abt und der Abt guckt ihn an, sieht seine Zahnlücken, lächelt und sagt, Mensch, hast du gut gemacht hier, das was wir jetzt machen können, wir können dich aufnehmen. Der Rat hat beschlossen, dass wir dich aufnehmen wollen. Du kannst hier eintreten. Naja, und dann war seine heimliche Überlegung, das war das, was er ab so heimlich dachte, wenn wir jetzt hier einen Dämon haben, das kann eine unglaubliche Werbewirkung sein für uns, den wir jetzt bekehrt haben. Ich habe ihn schon so weit gekriegt, dass er alle seine ganzen Sachen so abgeschliffen hat. Und wenn das Leute hören, das gibt ein unglaublich gutes Image für uns. Wir haben jetzt einen Dämon hier, den haben wir so weit, dass wir den gewissermaßen bekehrt haben. Also mittlerweile war der Dämon aber nicht mehr so begeistert und erfreut, weil seine Tatzen bluteten, ja, und die Stirn war entzündet, das Zahnfleisch eiterte, Fieber hatte auch noch. Und das war also schrecklich. Und das tugendhafte Leben war sehr anstrengend, merkte er. Und dann steckte er ab vor, bevor du dann jetzt ins Kloster gehst, du bist ziemlich runtergewirtschaftet im Augenblick. Am besten gehst du erstmal wieder nach Haus und kurierst dich aus. Und wenn du wieder gesund bist, wenn das alles verheilt ist, dann kommst du wieder. Naja, und der Dämon geht nach Haus und wird immer schwächer und ist in gewissem Sinne dem Tod nahe. Ist also so weit runtergekommen, dass er fast stirbt. Und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er stirbt, als dass er am Leben bleibt. Und dann holt ihn der ab. Und denkt, naja, wenn der hier bei uns ist und wenn er bei uns den letzten Segen kriegt, das wird also noch werbewirksamer sein. Wenn wir hier jetzt diesen sterbenden Dämon haben, dann ist sozusagen das ist beste Image für uns. Also lädt er ihn ein. Der Dämon kriegt seine eigene Zelle und wird von den Leuten gepflegt. Naja, und da liegt er jetzt und liegt in seinem Schmerz. Und was passiert, ist, dass der Dämon nicht stirbt.
Natürlich, da wird immer gesünder, der Dämon und der Abt. Natürlich, der verfolgt das mit Missfallen. Der möchte das eigentlich gar nicht. Der möchte diese Werbewirkung haben. Der Dämon tut ihm den Gefallen nicht. Der wird wieder gesund. Und wieder so gesund, dass ihm wieder gewissermaßen Lust auf Fleisch kommt. Ist wieder völlig er selber. Er regeneriert sich wieder. Er versteckt seine neu wachsenden Fangzähne und seine Hörner. Und die Leute, die ihn pflegen, die kommen immer und sehen das. Ich bringe ihm Nahrung. Und eines Tages ist er wieder so fit, was er macht. Er frisst seine beiden Werte auf. Stirbt nicht, frisst die beiden Werte auf. Und die kommen nicht wieder, die anderen merken das nicht. Und dann schleicht der Dämon langsam aus seiner Zelle und frisst auch alle anderen Leute im Kloster auf. Und schließlich auch den Abt. Und dann galoppiert er weg, lachend in den Wald. Und an diesem Punkt gibt es wieder drei Versionen der Geschichte. Die erste Version ist, dass der Dämon nicht wirklich sich erholt, sondern stirbt. Und alles geht seinen normalen Gang. Das ist die eine. Die zweite Version ist, dass er einfach da im Kloster bleibt und konvertiert wird. Aber diese dritte Version, die ich eben erzählt habe, ist eigentlich die, die sich am längsten gehalten hat. Und an dieser Version wollen wir bleiben. Es ist eine etwas eigenartige Version. Und die Menschen haben lange darüber nachgedacht, was sich sozusagen wohl jetzt als Quintessenz oder als Moral von der Geschichte dahinter verbergen könnte. Der Dämon hatte die Leute im Kloster aufgefressen. Und die Sensation war ausgeblieben, der da abwartet, der war also selber Opfer geworden. Und keiner wusste richtig, was mit dieser Geschichte anzufangen. Und dann gab es aber irgendwo einen heiligen Mann. Und dieser heilige Mann wurde befragt und wurde gehört. Was meinst du denn davon? Wie würdest du jetzt das interpretieren, dass dieser Dämon da alles aufgefressen hat? Was gibt das für einen Sinn? Und dieser heilige Mann sagt, es ist ganz in Ordnung, für einen Dämon heilig zu werden. Aber er muss als Dämon heilig werden. Nicht als verstümmelte Kreatur, die nicht mehr sie selbst ist. Und außerdem, wer sagt denn, dass dieser Dämon, wie er schon immer war, auf gewisse Art und Weise nicht heilig gewesen ist? Und weiterhin sagt dieser weise Mann, was das Kloster und den Abt angeht, man muss eben für seine Fehler bezahlen. Und alles in allem ist eben das tugendhafte Leben anstrengend. Und was den Dämon betrifft, er hatte versucht, das zu werden, was er nicht war. Und das hätte ihn fast umgebracht. Und war angetrieben von seinem Verlangen nach Wohlbefinden, einem leichteren Leben. Und wenn man von dem Verlangen nach Wohlbefinden angetrieben wird, von einem leichteren Leben, dann ist das immer ein schlechter Ratgeber. Er hatte sich zu weit von seinem natürlichen Weg entfernt. Aber zu seinem Glück fand er wieder dorthin zurück. Und die Moral von der Geschichte ist, ob es uns nun gefällt oder nicht, es gibt Raum für jeden von uns in dieser Welt. Sowohl für Priester als auch für Dämonen. Das Ziel von allem ist, zu seiner eigenen wahren Natur zu erwachen. Und diese Version der Geschichte ist die, die am meisten erzählt wird und die am populärsten ist. Dankeschön.